Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video und wollte euch heute mal zeigen, wie ich meine Wincolor-Fensterbilder haltbar mache. Weihnachten und Ostern ist ja die Zeit der Fensterbilder. Was mich immer gestört hat, das Abkratzen von den Fenstern oder von den Spiegeln von diesen Bildern. Und da habe ich mir halt mal was einfallen lassen, wie man diese Bilder auch haltbarer machen kann. Hier sind ein paar einfache Motive für Weihnachten am Fenster. Ich nehme dann diese Laminierfolie, lege die fertigen Fensterbilder hier ein. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr das Bild ein paar Tage lang am Tag, sage ich mal, zweimal drehen müsst, dass dieses Bild richtig austrocknet. Denn das ist überhaupt nicht gut, wenn das noch feucht ist. Hier haben wir mal ein missglücktes Bild. Man sieht ganz deutlich, das war noch nass. Und hier hat sich praktisch die Farbe verschoben. Ja, das ist ganz wichtig, dass das Bild ständig gedreht wird. Das ist zwar alles etwas zeitaufwendig, wenn ich das jetzt eine Woche lang so ständig wenden tue, bis es richtig austrocknet. Aber man muss halt sehen, man hat diese Bilder dann mehrere Jahre. Am Fenster befestige ich die dann nur mit Tesa, mit einem Klebebandstück. Und brauche auch hinterher nicht so extrem an die Fenster rumkratzen und kann das viel leichter lösen. Weil das ja etwas stärker ist, ziehe ich das Bild so weit wie möglich an den untersten Rand. Und manchmal hat es Probleme, das Gerät, weil es ist ja etwas stärker mit der Farbe. Da kann es passieren, dass man oben am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hat, dass das stecken bleibt und nicht gleich hinten rauskommt. Wenn hier die erste Ecke rauskommt, sollte man ganz vorsichtig hinten nachziehen. So, und schon haben wir wieder ein Bild fürs Fenster, was wir haltbar gemacht haben. So, wunderbar. Ich schneide dann ungefähr 2 cm außerhalb des Bildes einen Rand, dass man nicht so viel überstehen hat. Das ist im Prinzip fertig, das Motiv. Nun brauche ich bloß noch
Hier oben mache ich Tesaband dran, klebe es ans Fenster oder an den Spiegel. Und schon ist die Sache gelaufen. So, ich mache das jetzt nur noch als Beispiel. Ein Tesaband. Zack. Und schon sind wir fertig. Keine Probleme mehr mit dem Abkratzen von der Fensterscheibe. Haltbar für die nächsten Jahre. Und auch wieder ganz locker zu entfernen. Hier habe ich dann eigentlich ein paar Motive für Ostern. Wer Lust hat, kann sich dann ja mal ein paar Videofilme, die ich auf YouTube in meinem Kanal habe, anschauen, wie ich dann diese Figuren in meine Filme mit einbinde. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Probiert es ruhig mal aus. Vor allen Dingen braucht ihr nicht mehr so tolle Fenster putzen. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Gutes Gelingen.